Holden und ich habe euch ja gerade schon angekündigt, wir werden was über Campingplätze erzählen und wie wir die finden. Ihr wisst ja, wir sind mit Wohnmobil unterwegs und normalerweise stehen wir frei in der Natur, im Wald, an irgendeinem See, wo es denn möglich ist. Oder es gibt so spezielle Wohnmobilstellplätze. Übrigens auch ein Grund, warum wir uns für Wohnmobil entschieden haben, für längere Reisen und nicht für einen Hänger, weil das ganz viele immer gefragt haben, was ist der Unterschied und kann ich da nicht auch mit einem Wohnwagen stehen? Meistens nicht. Also man kann nachfragen, aber meistens ist es nicht gestattet. Heute geht es um Campingplätze und wir stehen zwar sehr selten auf Campingplätzen, aber jetzt in der Woche haben wir uns dazu entschieden. Wir sind an die Adria gefahren, die Kinder wollten unbedingt baden und es ist schon leichter, wenn man dann einen offiziellen Platz hat, wo man stehen bleiben kann. Jetzt ist es meistens so, dass es Stellplätze direkt am Meer, wie ihr seht, wir stehen hier direkt am Wasser, relativ teuer sind. In der Hauptsaison gibt es da auch so gut wie keinen Weg vorbei, aber wir haben heute einen besonderen Tipp für euch. Und zwar gibt es etwas ganz Spezielles aus Holland, wo auch sonst her, in den Niederlanden die AXI-Card. A-C-S-I, AXI-Card oder Camper-Card, Camping-Card glaube ich. Aber ihr findet es, wenn ihr danach googelt. Wir können es euch auch verlinken. Und zwar ist das eine spezielle Karte, die man erwirbt. Wie eine Rabattkarte funktioniert das. Und die haben Kooperationen mit tausenden von Campingplätzen in ganz Europa. Und zwar haben die feste Preise in der Nebensaison, zu unterschiedlichen Nebensaisonzeiten. Bei manchen geht die Nebensaison dann bis Mitte Juli und dann halt 3 Wochen nicht und dann geht es schon wieder in die Nebensaison rein. Also es ist ganz unterschiedlich. Für die meisten Campingplätze hier im Süden und am Meer ist spätestens Mitte, Ende Juni geht dann Hauptsaison los und dann gilt diese Karte nicht mehr. Aber grundsätzlich hat diese Karte Festpreise. Dieser Festpreis beinhaltet einen Stellplatz, 2 Erwachsene, ich glaube Strom, also alles, was man so an normalen Gebühren für eine Nacht hat. Ich glaube, Hund ist sogar auch einer drin in diesen Stellplatzpreisen. Und die gehen momentan, glaube ich, 11, 13, 15, 17 und 19 Euro, je nach Stellplatz. Aber das ist ein Festpreis für die Nacht. Dann gibt es spezielle Plätze noch, die könnt ihr suchen. Da gibt es auch eine App, die man sich runterladen kann. Oder wenn ihr die Karte gekauft habt, sind auch immer diese Campingbücher dabei. Und da sind Plätze dabei, wo bis zu 3 Kinder unter 6 Jahren auch mit in diesem Festpreis inkludiert sind. Genau, das ist unser Tipp für euch. Also wenn ihr da schauen wollt und die meisten, die mit Kleinkindern fahren, ist eh günstiger. Ihr fahrt in der Nebensaison, es ist noch nicht ganz so heiß. Noch nicht die Mega-Hitzewelle, das ist ja kaum zu ertragen hier unten, also zumindest wir sind nicht so die ganz dollen Hitzeverfechter. Und dann würden wir auf dem Platz, wo wir jetzt gerade stehen, hier an der Adria, ich glaube in der Hauptsaison mal locker 60 oder 70 Euro bezahlen. Wir haben jetzt hier 5 Tage gestanden für 17. Und zwar inklusive aller Kinder, weil hier auf dem Campingplatz, das war noch ein ganz besonderes Ding, vielleicht verlinken wir den euch auch noch unten runter, der hat bis Anfang Juli, ich glaube sogar bis 8. Juli oder sowas, alle Kinder inklusive, alle Kinder unter 12 oder 14 sind mit dabei und das ist natürlich ein super Angebot. Gerade wenn man mehrere Kinder hat, addiert sich das sonst sehr schnell auf solchen Campingplätzen. So, das ist unser Tipp für euch. Könnt uns ja mal erzählen, was ihr davon haltet. Wir wünschen euch ganz viel Spaß und ja, meldet euch mal, wo ihr so gelandet seid. Bye bye!